Ich bin hier in einem Dino-Museum. Und was würde besser passen, als hier für euch aus der Dino-Schule zu lesen? Ich beginne mit dem ersten Kapitel, in dem die Kinder in der Dino-Schule ankommen. Boah, ist das abgefahren! Tom drehte sich einmal um die eigene Achse. So etwas wie die Reptilierschule hatte er noch nie gesehen. Eine ganze Schule, die in einen Felsen hineingebaut war. Alles hier war größer, älter, dunkler und steiniger als bei anderen Schulgebäuden. Und hinter jeder Ecke schien ein Geheimnis zu lauern. Schon der Eingang, eine Art Treppe, die in den Steinboden geschlagen war und in eine riesige Höhle führte, war beeindruckend. Tom stand direkt davor, legte den Kopf in den Nacken und bewunderte das Maskottchen der Schule, eine Statue aus Metall, die ein bisschen aussah wie die Bremer Stadtmusikanten. Nur, dass hier keine ganz normalen Tiere aufeinander standen, sondern Dinosaurier. Ein Langhalsdinosaurier trug einen Stegosaurus auf seinem Rücken, der wiederum einen Eoraptor trug, auf dessen Rücken zum Schluss ein kleiner Flugsaurier thronte. Die Statue war zugleich auch das Schulwappen, das man überall an den Wänden, auf Infotafeln oder sogar auf der Schulfahne finden konnte. Ja, ganz nett hier, stöhnte ein Mädchen neben ihm und riss Tom aus seinen Gedanken. Sie musterte ihn kurz, zog die Augenbrauen hoch und drehte sich dann weg. Genau wie Tom war sie gerade erst auf der Insel Sauritius angekommen, hatte aber schon ihr neues Zimmer im ersten Stock der Schule bezogen. Ihr müsst wissen, Sauritius ist eine Insel, auf der kein Meteorit eingeschlagen hat vor vielen, vielen tausend Jahren. Und deswegen gibt es dort noch Dinos. Und alles ist noch so wie vor vielen, vielen Jahren. Und diese Insel ist eine Art Geheimnis. Niemand kennt diese Insel. Und nur Dino-Forscher oder Forschereltern in dem Fall hier dürfen die Insel betreten und deswegen sind die Kinder mit dabei. Wir müssen hier entlang, sagte sie und schritt voran. Tom folgte ihr, ohne lange nachzudenken. Andere Kinder liefen schnell an ihnen vorbei. Sie schienen genau zu wissen, wohin sie wollten. Keiner von ihnen sah sich staunend um. Ihr erster Schultag hier musste wohl schon einige Zeit zurückliegen. Für Tom war der Schulbeginn nach den Sommerferien auch gleichzeitig der Umzug auf die Insel gewesen. Eltern zu haben, die Dino-Forscher waren, bedeutete regelmäßig umziehen zu müssen. Damit hatte er sich längst abgefunden. Immer warteten neue Projekte auf sie und meistens lagen die irgendwo am Ende der Welt. Tom war schon in Ländern wie Mexiko oder Argentinien gewesen, aber auf keiner so kleinen und unbekannten Insel wie Sauritius. Hast du diese Notausgangsschilder gesehen? Fragte er das fremde Mädchen, während er hinter ihm die Steintreppe hinunter und in die riesige Höhle lief. Hier drin war es hell, Dutzende Fackeln beleuchteten den Raum, von dem mehrere Gänge abzweigten. Überall waren Schilder angebracht, auf denen alle möglichen Wege und Verhaltensweisen aufgemalt waren, was in einem Dino-Notfall zu tun wäre. Das Mädchen begutachtete die Schilder ebenfalls, was hieß, dass es auch noch nicht allzu lange an der Schule sein konnte. Auch wenn es ganz offensichtlich so tat. Toms Eltern hatten heute Morgen dringend zu einem neuen Forschungsprojekt gemusst und ihn deswegen nur schnell vor der Schule abgesetzt. Das war Tom sogar ganz recht, denn der Kuss seiner Mutter auf seine Stirn wäre ihm vor den anderen peinlich gewesen. Vor allem als Neuem. Genial, entfuhr es ihm jetzt, als er ein Schild entdeckte, auf dem alle Geheimgänge der Schule eingezeichnet waren. Das wird ja so richtig spannend hier. Also ich für meinen Teil denke, man kann hier sicher was lernen. Auch wenn alles ein wenig rudimentär aussieht. Tom runzelte die Stirn. Rudi was? In meiner Welt stellt man sich überhaupt erst mal vor, seufzte das Mädchen. Tom betrachtete sie zum ersten Mal genauer. Sie wirkte sehr ordentlich in ihrer Reptilia-Schuluniform, die wie eine dieser sandfarbenen Safari-Uniform aussah. Sogar ihr dunkler Pony schien mit einem Lineal gestylt worden zu sein. Er selbst trug noch Jeans und T-Shirt. Er hatte heute Morgen keine Zeit gehabt, seine Schulsachen rauszusuchen. Das konnte er genauso gut morgen noch machen. Ich bin Onea, mein erster Tag hier und du? Tom, antwortete Tom. Echt, dein erster Tag? Woher kennst du dich so gut aus? Lagepläne, sagte Onea und verdrehte die Augen. Schon mal was von gehört? Ich brauche sowas nicht, antwortete Tom lässig und machte größere Schritte, um Onea zu überholen. Ich finde mich auch so zurecht. Aha,
Onea blieb stehen und verschränkte die Arme vor der Brust. Und wo ist dann der Fossilienunterricht gleich in der ersten Stunde? Tom blieb nicht stehen. Da lang, sagte er selbstbewusst und bog in eine dunkle Gasse nach rechts ab. Onea lachte laut. Das wäre mir neu, dass der Unterricht auf der Toilette stattfindet. Toms Kopf wurde rot, das merkte er daran, dass ihm sofort ganz heiß war. So etwas passierte ihm nicht oft. Mist, das war nicht gut gelaufen. Diese Onea war ganz schön besserwisserisch. Er würde sich in der Klasse so weit wie möglich von ihr wegsetzen. Das war klar. Hier geht's zum Grabraum, sagte Onea und zeigte auf den nächsten größeren Gang. Hat hier jemand was von einem Grabraum gesagt? Tom und Onea drehten sich um. Sie hatten nicht bemerkt, dass ihnen jemand gefolgt war. Jetzt kommt mein Lieblingscharakter Freddy ins Spiel, der Onea und Tom ein wenig herausfordern wird. Denn Freddy ist kein Dino-Fan, wie Tom und Onea es sind. Und der kennt sich mit Dinos auch überhaupt nicht aus. Und er möchte eigentlich auch keine Dinos treffen, was auf dieser Insel ziemlich unmöglich ist. Hinter ihnen stand ein kleiner, etwas pausbackiger Junge mit Sommersprossen und einer seltsamen Frisur, die an ein Vogelnest erinnerte. Gräber? Ich habe ja schon Angst, wenn ich nur davon höre. Fossilien, verbesserte ihn Onea. Die sind ja wohl seit Jahrtausenden tot und dazu auch noch versteinert. Ich denke, da ist deine Angst unangebracht. Puh, gut. Der Junge atmete sichtbar erleichtert aus. Ich bin nicht so der Dino-Freund, müsst ihr wissen. Dann grinste er Tom und Onea an. Ich bin Freddy, aber meine Freunde nennen mich, auch Freddy. Du bist kein Dino-Fan? Dann ist das ja wohl die falsche Insel für dich, lachte Tom. Hier sind nur echte Freaks, so wie unsere Eltern. Freddy schüttelte den Kopf. Mein Vater ist der neue Hausmeister hier. Der vorige Pete soll selbst so alt wie ein Fossil gewesen sein. Dass mein Vater für ihn einspringen muss, haben wir erst gestern erfahren und sind gleich los. Ich bin nur mitgekommen, weil ich woanders nicht bleiben konnte. Er seufzte tief. Ich könnte mir glatt 100 passendere Inseln vorstellen als diese hier. Freddy wischte sich den Schweiß von der Stirn. Dinos sind, die sind eben nicht so mein Fall. Also ich finde sie cool, sagte Tom. Onea mischte sich ein. Ich bin Onea. Das ist Tom. Er stellt sich für gewöhnlich wohl eher nicht vor. Stimmt doch gar nicht, ärgerte er sich. Zum Schulstart gibt es erstmal eine wichtigere Frage, sagte Freddy, den die Reiberei zwischen Onea und Tom nicht interessierte. Ja, warf Onea ein, ich habe mich auch gefragt, warum die Stundenpläne nicht vollständig sind. Das geht ja wohl gar nicht. Sie sah ihn fragend an. Das meinst du sicher, oder? Freddy schüttelte den Kopf. Eher wo der Frühstücksraum ist? Tom lachte laut, sodass es in den riesigen Steinhöhlen zu hallen begann. Onea verdrehte ein zweites Mal die Augen und zischte, folgt mir, und lief los. In der Zwischenzeit sind Tom, Onea und Freddy im Schulraum angekommen. Und sie sind ein paar Minuten zu spät. Und deswegen sind sie zu dritt in ein Team eingeteilt worden, was Tom eigentlich gar nicht passt, weil er unbedingt nicht mit Onea und Freddy in einem Team sein wollte. Freddy findet's cool und Onea verdreht die Augen. Aber gut, es ist jetzt so. Und zu dritt werden sie dann von ihrem Lehrer Doc Ponty zur Steinbruchhöhle geführt. Da gibt es einen geheimen Gang durch die ganze Schule und eine Holztür verbindet die Schule mit dem Steinbruch. Und als dann diese Tür aufgeht, sehen die Kinder die Dinos zum ersten Mal, die sie dann später zu ihren Gefährten machen sollen und sind natürlich entsprechend beeindruckt. Und der große Langhalsdino Api wendet sich direkt Onea zu und Freddy lernt den Stegosaurus Kalle kennen und sie freuen sich so ein bisschen an. Nur Tom hat nicht den richtigen Dino für sich gefunden. Er möchte ja unbedingt einen T-Rex reiten. Davon ist er sehr überzeugt. Er meint, der T-Rex passt am allerbesten zu ihm. Aber wir sehen gleich, es kommt ganz, ganz anders. Wo ist denn jetzt dieser Tyron? Fragte Tom, der als letzter neben Spike dem Lehrer stand. Onea hatte inzwischen begonnen, Apis Kopf zu streicheln und ihr gut zuzureden und Freddy näherte sich dem Stegosaurus in winzigen Zentimeterschritten mit einem halben Gebüsch um sich herum als Tarnung. Du weißt aber schon, dass das Gebüsch dein nächster Snack sein wird, lachte Tom Freddy aus. Solange ich es nicht bin, murmelte Freddy. Tom stöhnte.
war weit und breit kein T-Rex zu sehen. Spike warf ihm einen strengen Blick zu. Sei froh, wenn der nicht auftaucht. Sowas kann böse enden. Mit einem T-Rex ist nicht zu spaßen, merkt euch das. Ich würde euch raten, ihm erstmal nicht unter die Augen zu kommen. Und niemals alleine. Wie gesagt, nur Jack durfte ihn reiten. Jack Settle ist eine Legende auf Sauritius, ist der Dino-Reiter, den alle Kinder bewundern. Es gibt ganz viele Bilder von ihm und ganz viele Geschichten in der Schule, die erzählt werden. Und er ist auch das geheime Vorbild von Tom. Tom möchte gerne der neue Jack Settle auf der Insel werden. Und deswegen möchte er eigentlich auch unbedingt einen T-Rex reiten. Daher kommt das Ganze. Wie gesagt, nur Jack durfte ihn reiten. Ich denke, du wirst dir einen anderen Gefährten suchen müssen. Auf einmal hörten sie ein lautes Schreien. Es klang wie eine Mischung aus Krächzen und einem hohen, schrillen Ton. Weder Tom noch Freddy noch Onea hatten so einen Laut je gehört. Ach, ihn hatte ich ganz vergessen, sagte Spike. Wen? Fragte Tom und drehte sich um. Es war kein weiterer Dino zu sehen. Spike deutete mit seinem Finger über sich. Hier oben. Als Tom seinen Kopf in den Nacken legte, blendete ihn die Sonne so stark, dass er nur einen Schatten wahrnehmen konnte. Auf Sauritius war es heißer als in jedem anderen Land, in dem er je zuvor gewesen war. Er benutzte seine Handfläche als Schutz und kniff die Augen zusammen. Was ist das? Das ist Phineas. Was ist ein Phineas? Wollte Tom wissen, der immer nur noch einen Schatten wahrnahm. Doch dann flog dieser Schatten genau über sie hinweg und hielt die grelle Sonne ab. Die ausgebreiteten Segel des Flugsauriers waren majestätisch und schaufelten so viel Wind über ihre Köpfe, dass Toms Frisur mit einem Mal dahin war. »Hey«, rief er verärgert und wuschelte seine Haare wieder zurecht. Spike lachte. »Ich glaube, der mag dich.« Phineas war direkt vor ihnen gelandet. Am Boden konnte man sehen, wie groß das Tier war. Sein Schnabel wirkte bedrohlich, weil er mindestens so lang wie ein Männerbein war und seine Spannweite betrug sicher über 4 Meter. »Ich wollte aber einen T-Rex«, wehrte sich Tom, als Phineas ihn mit schräg gelegtem Kopf beobachtete. »Die Gefährten sind nicht verhandelbar. Sei froh, dass sich ein besonderes Tier wie Finn überhaupt für dich interessiert. Flugsaurier sind schnell und schlau und können echte Lebensretter sein.« Tom überlegte. Seinen Pilotenanzug hatte er bereits an und es wäre sicher cool, durch die Lüfte zu sausen. Er könnte ein Späher sein und die anderen Schüler vor anstehenden Gefahren warnen. So gesehen war ein Flugsaurier doch nicht die schlechteste Wahl, wenn man es genau nahm. Auch wenn er einen T-Rex natürlich vorgezogen hätte. Gar keine Frage. Na gut, sagte er und wandte sich Finn zu. Dann versuchen wir zweies Mal. Spike lachte. Deine Arroganz wirst du schnell ablegen müssen. Sauritius ist kein Spielplatz. Hier lauern echte Gefahren. Her mit den Gefahren, rief Tom und sprang mit einem Satz und ohne Vorwarnung auf Finns Rücken. Der hielt scheinbar nicht viel von Toms Überfall und schüttelte ihn mit nur einer einzigen leichten Bewegung ab. Tom landete auf dem Bauch in einer riesigen Staubwolke. Hahaha, lachte Freddy, der immer noch mit gehörigem Abstand vor dem Stegosaurus stand und auch Onea drehte sich grinsend um. Tom raffte sich verärgert auf und klopfte sich den Staub von seinem Anzug. Er wirkte ein bisschen blass. Für heute habe ich genug. Stauballergie. Ah, Spike schmunzelte. Den Flugschein musst du wohl noch machen. Ach was, der soll sich bloß nicht einbilden, dass er mich veräppeln kann. Ich komme wieder. Mit diesen Worten stapfte Tom zur hölzernen Schultür, durch die sie gekommen waren, und schlug mit der Faust mehrmals dagegen. Abwarten, antwortete Spike. Dinosaurier merken sich alles. Das war Harper Liest. Mein Name ist Britta Sabak und das ist mein Buch Die Dino-Schule.